kann ich gratulieren zu einer guten Hallenleistung oder bist du sehr enttäuscht über das Ausscheiden? Ich meine, ihr wart ja wahrscheinlich der große Außenseiter hier. Ja, also wir hatten uns natürlich schon mehr erhofft, also auch durch die Situation, dass wir zweimal nicht verloren haben, sehr gut verteidigt haben. Und wir waren ja auch, glaube ich, gefühlt eine Minute lang Erster. Und dann war nachher ein Spannungsabfall durch drei schnelle Tore. Aber du hast es schon erwähnt, also Stolz, Dankbarkeit. Ich finde, die Anhänger hier haben sich überragend verkauft, haben sich in mein Herz noch mehr eingebrannt, als es schon vorher war. Ich bin stolz, was Mannschaft betrifft, Fans, Verein. Ja, ich freue mich. Wir haben uns teuer verkauft, hätte vielleicht mehr sein können, aber trotzdem wird es ein toller Abend, Leute. Wie ärgerlich ist im Nachhinein in der, ich glaube, 3 Sekunden vor dem Ende im ersten Spiel gegen Holstein den Ausgleich zu kassieren? Ja, ist immer ärgerlich. Gegentore hasse ich. Zu Null spiele ich gerne. Aber trotzdem müssen wir immer wissen, wo wir herkommen. Wir hatten ja auch eine Phase, wo wir nur zu dritt waren. Also 3 Feldspieler. Und dann, ja. Aber ich mache den Jungs ja gar keinen Vorwurf. Also alles gut. Also wirklich alles gut. Glückwunsch zu einer tollen Leistung. Danke dir. Und ich greife einfach mal auf, was du eben schon gesagt hast, zum ersten Mal gewonnen und trotzdem fühlt es sich einfach nur scheiße an. Ja, ist wirklich so. Nichtsdestotrotz haben die Jungs sich hier echt toll verkauft, super bis zum Schluss alles reingehauen. Wir haben gesagt, wir wollen unbedingt den Sieg hier bei der 9. Teilnahme und das ist dann zum Glück auch zum Schluss noch gelungen. Aber ihr werdet euch ja hoffentlich wieder qualifizieren für nächstes Jahr, dann sind es 2 Siege. Wir wollen uns dann Jahr für Jahr steigern, aber erstmal gilt es dann, alle verletzten Spieler dann wieder auch zurückzubekommen, schnellstmöglichst. Und dann werden wir nächsten Jahr auf jeden Fall wieder einen neuen Anlauf nehmen. Hattest du denn auch, wenn ihr ausgeschieden seid und du dich darüber sehr ärgerst, hattest du denn hier trotzdem Spaß und hast du die Stimmung ein bisschen genossen? Auf jeden Fall, super Veranstaltung. Ich war als Spieler schon mal hier, zu dem Zeitpunkt allerdings verletzt mit dem Kreuzbandriss. Jetzt das erste Mal als Trainer hier, Wahnsinn, echt Wahnsinn, was sie hier auf die Beine stellen. Mit der Eröffnungsshow. Ganz, ganz toll. Riesengroßes Kompliment. Super Veranstaltung. Und ich habe schon in der Oberliga gesehen, ihr habt auch einen ganz geilen Fanclub, der euch überall hin begleitet. Ne? Auch das war heute hier grandios. Der wächst und wächst und das machen die echt toll. Da ist irgendwie so eine Eigendynamik entstanden. Ich hoffe, dass es immer mehr werden. Sind auch viele junge Leute dabei und von mir aus immer, immer mehr. Kurzer Blick auf die Oberliga. Was ist die Saison noch drin? Wir wollen so lange wie möglich wollen wir oben dranbleiben. Vielleicht noch den einen oder anderen oben ärgern. Todesfelde können wir jetzt nicht mehr ärgern. Eichede und Kiel haben wir noch zu Hause und da werden wir oder wollen wir auf jeden Fall gewinnen und es besser machen wie im Hinspiel. Und wer wird am Ende oben sein? Der es verdient hat. Guter Spruch. Ne? Also, normal müsste jetzt 5 Euro ins Wasi-Schwein. Ja, ich glaube, dass Kiel das Rennen da machen wird, weil die am besten besetzt sind. Gleich starken Kader, bis 25 Leute. Ich glaube, Kiel wird das machen. Inwiefern sind Sie denn interessiert am Amateurfußball in Schleswig-Holstein? Also sind Sie auch hobbymäßig hier oder nur beruflich? Nee, ich bin auch hobbymäßig hier. Ich interessiere mich schon dafür. Ich habe auch viele Spiele ja schon geguckt. Nicht nur zweite Liga, wenn Holstein spielt. Ich war auch bei Weiche Flensburg im Stadion, beim VfB Lübeck, bei Bad Todesfelde auch im Stadion, bei Maimeckernförder Sportverein meiner Heimatstadt. Also von daher fühle ich mich damit auch persönlich verbunden. Macht mir immer Spaß und einfach cool, heute dabei zu sein. Sie haben sich vorhin bei der Vorstellung geoutet, Eckernförde-Fan hier heute zu sein. Dann sind die leider ausgeschieden, aber sie haben sich ganz gut verkauft, oder? Ja, finde ich auch. 2-mal unentschieden. Jetzt das letzte Spiel war schon eine ganz schöne Klatsche am Ende. Aber die haben trotzdem super gespielt. Ich bin auch stolz darauf. Und ich glaube, jeder versteht auch, dass meine Heimatstadt Eckernförde, ich habe auch früher beim ESV auf dem Büstetretter hinterm Tor gestanden, dass ich natürlich ein bisschen mehr mit denen mitfiebere. Ich glaube, das versteht jeder.
Und was sagen Sie allgemein zu der Stimmung? Die ist jedes Jahr hier geil, oder? Ja, das macht schon richtig Spaß, wirklich. Das ist echt eine super Atmosphäre, wie im richtigen Fußball-Bundesliga-Stadion, fast von der Atmosphäre her, so viele Leute wie hier sind. Und es ist einfach geil in der Halle. Es macht tierisch Spaß. Ich bedanke mich, dass Sie sich für so ein Amateurportal zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Gerne, viel Spaß. Danke. Danke. Ihr seid zwar gerade ausgeschieden im Halbfinale, obwohl ihr Titelverteidiger seid, aber beschreibt mal kurz, was ist das für ein Erlebnis hier, vor allem für euer ganzen Ort. Ist doch geil, oder? Ja, unglaublich. Das ist das erste Mal für mich hier. Mir wurde zwar schon beschrieben, ich habe auch ein paar Videos gesehen von den Jahren davor, aber das Erleben zu erleben ist einfach Gänsehaut pur. Auch jetzt, dass wir verloren haben und trotzdem, es hat sich nichts verändert, das ist Gänsehaut. Du hast hier schon mal gewonnen. Überwiegt die Enttäuschung oder findest du es einfach... Hast du nicht? Doch, ne? Nein? Aber... Überwiegt die Enttäuschung oder ist es trotzdem geil? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, man kann zu Recht stolz auf sich sein, wenn man hier den dritten / vierten Platz macht und in die Vorrunde übersteht. Es ist eine hohe Qualität hier, es ist eine super Stimmung und es macht einfach Spaß, mit so einer Atmosphäre im Rücken oder auf so eine Region und Dorf drauf zuzuspielen. Und es hat einfach riesig Spaß gemacht und es ist einfach schön, mal dabei zu sein. Und wie ist das Erlebnis für dich? Ja, also das ist natürlich geil, vor 1100 Zuschauer, die für dich sind, zu spielen. Ich kenne das von VfB 2 noch, da waren 50 Leute hier und das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Macht riesig Spaß, schade, dass es vorbei ist, aber verdient gewonnen, Phoenix. Ich bin gespannt, wie das Finale ausgeht. Kurzer Ausblick in die Oberliga. Wer wird Meister? Wir. Wir. Wir natürlich. Alles klar, vielen Dank. Das fliegt uns doch nicht. Ja, alles abgeräumt heute. Bester Spieler, bester Torschütze und den Titel. Was wiegt am meisten? Oh, die Frage habe ich eben gerade auch gestellt bekommen. ja, natürlich, dass wir das Turnier gewonnen haben. Fußball ist ein Teamsport, blöde Floske, ist aber so. Und wenn man jetzt bester Torschütze oder bester Spieler gewonnen wird, Zweiter, hat es immer einen fahren Beigeschmack. Und so freut es mich, dass ich dem Team so helfen konnte und dass wir gewonnen haben, ein bisschen Geld in die Kasse gespült haben. Also alles top. Allgemein die Veranstaltung hier und eure Fans. Beschreibt mal deine Gefühlslage. Ja, es ist das erste Turnier, also das erste Mal, dass ich hier bin und das schockt auf jeden Fall. Habe ich ein bisschen unterschätzt, ich dachte, das wäre nicht so krass, aber 8000 Leute, dann die Fans im Rücken, das bringt schon Spaß und ja, Halle schockt schnell und ja, gerne wieder. Aber war auch nicht nur Hallenfußball, Job, Job, es ging ja ordentlich zur Sache, was man hier auch an deinem Trikot sieht. Ja, klar, gehört dazu, ist Fußball, ne? Viele Zweikämpfe auf engem Raum, alle sind heiß und dann knallt es auch mal, aber keiner hat sich verletzt, alle gesund, wir haben gewonnen, was will man mehr. Glückwunsch, viel Erfolg für die Draußensaison. Vielen Dank.